Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag in Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5. Ich bin gerade wieder auf der Jagd nach einem illegalen Einwanderer. Der versucht gerade mit dem Quad zu fliehen, aber das wird ihm misslingen. So. Meine lieben Freunde, dann brauchen wir hier einen Elektroschocker. Und sicherheitshalber verpassen wir ihm gleich ein paar. Bleibt mal hier, ihr. Ich mache euch auch noch gerade mit dem Elektroschocker platt. Der hat noch nicht genug, glaube ich. So. Fertig. Der bumst den Boden, habt ihr gesehen? Machen wir gleich nochmal. Der hat da ein Loch gefunden in der Straße. Das findet er echt irgendwie geil. So, jetzt reicht's, ne? Oder? Ich hab's geschafft. Lade den mal ein. Ne, sonst, das Problem an diesen blöden Missionen ist, ich muss mir wieder ein Auto suchen. Warte mal, da kommt doch eins. Oh, bleib doch mal stehen! Ach nee, ich muss den nur noch wegfahren. Ach komm, bin ja noch euer blöder Drecksfahrer oder was? So eine Scheiße. Park Ranger. Good work, boys. Now head for the C-Man factory. We got reports of more illegals working over there. Ach so, es geht noch weiter, alles klar. Auch noch illegale Beschäftigte. This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh yeah? Well, let me see that. Ja. Bums, weg. Wusste ich doch. Нам не нужны дешевые товары, которые они производят. And do they report that income? No, sorry. Ah, too weit. Much like the income I'm receiving for current services rendered. What are you talking about? I pay my taxes. Yeah, well, you tell it to the extradition panel, buddy. We'll come back for him. Don't let the other one get away. Ja, ja, komm. Scheiße. Well, have you been on the wacky backy? Muss der jetzt da abhauen, der blöde Penner. Bleib doch mal stehen, das hat doch eh keinen Sinn. Ich krieg dich ja doch. Bin nur einmal zu weit gesprungen, ey. Hätte fast schon runtergekickt. Was ist denn der denn jetzt hier? Der steht da mit dem Weg. Komm. Boah, bergauf ist das ganz schön stressig mit der Karre. So, jetzt habe ich dich gleich, ne? Dann machen wir da ein bisschen anstupfen. Vorsichtig natürlich. Ach, hat er schon in der Hand? So, ich kann dann schon mal wieder einsteigen, weil ich schätze mal, ich muss den anderen auch noch eintüten. Los, Anderle, Anderle! I said move or I will zap you again. So. Den kriegen wir auch noch. Entschuldigung. Das war aber auch ein mexikanischer Hirsch, ein illegaler Einwanderer. Puh. My problem, sir. You've outstayed your generous welcome offer to you by these here United States. Careful. What? I have a visa. It's in my passport at my house. Well, you exploited the cracks in the system. Look, I have nothing against you. Ich fahre gerade ein bisschen wie eine Frau, ich weiß, aber irgendwie. I'm not saying you can't come here for a vacation. You know, I went to Mexico once. I hated it, but I didn't try to stay there and infiltrate society and subvert the local culture. Fuck! I wonder, do you have a lot of success with women? Okay, dann da vorne irgendwie rechts. Nicht ins Haus rein! Ah, Frenkel.
ich das Auto kaputt gefahren habe, ist wahrscheinlich nicht geschafft, oder? So, er ist irgendwo da hinten jetzt, ne? Mein lieber Freund, wo bist du? Macht er hier Urlaub oder was? Oh, er ist gestürzt. Wie unangenehm. Ты арестован за преступление против демократии. What? Go car, go now. Окей, Иисус. Двигай, или я тебя заставлю двигаться. Go, go, fucker, go. Take it easy, I'm going, I'm going. So, Masters, kann ich das Motorrad behalten? Ich hab doch genug getan jetzt. Hurra! Okidoki. So, schauen wir mal, was ansteht jetzt hier. Oh, gar nichts. Muss ich noch ein bisschen warten, bis die Mission wieder aufploppt. Endlich mal die Geländemaschine hier. So, ja. Epipora, geschafft. Können wir speichern und dann die nächste Mission angehen direkt hier. Karte. Ich gehe mal nach Hause. Mal schauen, was da ist. Oder machen wir erstmal das H. Welches ist näher? Moment. Das gibt sich nichts, ne? Ja, doch, das H ist ein bisschen näher. Zu diesem Equipment, das ich da organisieren muss. Da muss ich ein Militärkonvoi überfallen, oder wie? Na, das kann ja heiter werden. Aber wenn ich schon mal hier so ein Geländemotorrad habe, kann ich ja fast ein bisschen querfeld einfahren, ne? Dann geht das ein bisschen schneller. Einfach geradeaus durch, genau. Fangen die Militärausrüstung ab. Die Ausrüstung, war das das schon? Kacke, das war es ja schon. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen, ne? Die darf nicht beschädigt werden, was soll das denn heißen? Darf nicht drauf schießen oder was? Wo seid ihr, wo seid ihr? Du musst ja wohl zum Stoppen zwingen erstmal, ne? Elektroschocker? Reicht eigentlich. Reicht nicht! ich muss mich mal kurz hier verstecken. Okay, die kommen jetzt natürlich von allen Seiten. Wo sind wir? Das war so blöd, Frenkel. Oh Gott, war das blöd. Ja. Ich dachte, mit dem Elektroschocker kann ich die Soldaten locker ausschalten. Ich sollte mich vielleicht von außen nähern, irgendwo auf die Lauer legen. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer. Soll ich jetzt einen Hirsch reiten, oder was? Bleib doch mal da! Kacke. Ja, das habe ich jetzt davon. Jetzt muss ich gucken, ob ich ein Auto auftreiben kann. Da. So eine olle Schüssel. Egal. Nehmen wir. Also, normal das Ganze. Diesmal ein bisschen schlauer. Ich habe ja auch ein Scharfschützengewehr. Eigentlich könnte ich mit dem ja arbeiten. Da müsste ich mich nur aus der Entfernung ein bisschen... aus der Deckung. Das wäre eigentlich viel schlauer. So mache ich das jetzt auch. Versuch's zumindest mal. Fahren wir nochmal dahin, dann sehen wir, in welche Richtung der fährt. Jetzt sind wir ein Stück voraus und dann versuche ich, den abzufangen. Aus der Deckung heraus. Ah, look at that. Ach nee, komm. Love rural America. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf die Bullerei. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Squish.
So. Kommt er da schon? Ist das der Konvoi? Ja. Okay, dann fahren wir mal ein Stückchen voraus. Wenn das überhaupt noch geht. Scheiße, die sind ja ziemlich schnell unterwegs. Dann könnte ich ja einen Stau verursachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal hier anhalte. Und dann schnell darüber renne. Moment mal. Scharfschützengewehr. Oh Mann! Scharfschützengewehr ist gar keine so gute Idee, sehe ich gerade. Das taugt ja gar nichts. So ist schon besser. Ich treffe den nicht da hinten, den Arsch. Da kommt einer rum. Aua. Komm mal hier rum, komm mal hier rum. Ah, da! Oh, von hinten! Wo ist er denn? Ah, ach, Frenkel, du stellst dich wieder an wie der letzte Euler hier, ey. Ist doch wahr. Also komm, ich nehme jetzt den scheiß Granatwerfer. Ach nee, geht ja auch nicht. Die Sachen dürfen ja nicht beschädigt werden. Oh, jetzt muss ich wieder von dahin. Das ist ja eine Kacke. Was wir dahin finden wieder, ne? So, jetzt mache ich das mal anders. Jetzt suche ich mir hier gerade mal eine Knarre raus, eine richtige ordentliche. Scharfschützengewehr ist auch blöd. Bringt nichts. Fahren wir jetzt mal langsam los, ja? Okay. Auf ein neues! Jetzt kriege ich es hin. Ich brauche nur ordentlich Deckung. Das ist doch das Problem gewesen. Jetzt versuche ich nochmal was ganz Lustiges. Ich versuche jetzt einfach mal aus dem Fahrzeug rauszuspringen während der Fahrt. Und das dann voll da rein zu lenken. Vielleicht lenkt die das ja ab. Das probieren wir jetzt mal. Komm. Einfach mal noch so aus blöd. Weil ich gerade Lust habe, Blödsinn auszuprobieren. So, wo kommen sie denn? Da vorne gleich, ne? Das sind sie, ne? Scheiße! Kacke! Voll im Reifen! Oh Mann! Aua! 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 Okay, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte noch mal eine lustige Aktion machen und da mal so richtig... Komm, einmal probieren wir das jetzt noch, weil es so lustig ist. Komm, einmal noch. Nochmal so richtig reinrasen und damit rausspringen. Und dann werdet ihr nicht erfahren, ob ich es schaffe auf die Art und Weise oder nicht. Genau, so machen wir das jetzt. Komm, einmal noch. Einmal noch. Ganz schnell. Die Idee war super. Ich bin bloß zu spät rausgesprungen. Ihr kennt mich ja, ich probiere immer mal so eine Scheiße aus, weil es so lustig ist, finde ich. Komm mal her. Komm mal her, schönes Auto. Die Knarre hier. Und rein. Und dann nochmal auf Konfrontationskurs und dann ein bisschen früher rausspringen, sodass man nicht, wenn es geht, nicht unter dem LKW landet. Also ich weiß, dass das so wahrscheinlich nichts wird, aber jetzt habe ich die Episode eh schon total verschissen. Dann ist mir das jetzt gerade egal. Jetzt probiere ich das nochmal aus. Shit, shit, shit. Und dann machen wir Feierabend für heute, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ne? Die Folge. Und ihr lasst mir ein Like da, einen Daumen hoch. Das wäre sehr schön. Und kommt wieder beim nächsten Mal. Wenn ich es dann wahrscheinlich schaffe. Und jetzt werde ich auch noch verfolgt hier von irgendwelchen roten Arschgesichtern. Ignoriere ich einfach mal. Komm. So. Wo kommt er denn, der Konvoi? Ist er das da schon? Das ist er schon. Ah! Wieder völlig falsch raus! Gesprungen! Pissnelken!
Bam! Bam! Okay, ich bin einmal weg.